So, da sind wir wieder bei Ark. So, weil wir die Wolf. Ich hab dich, glaube ich, eben unterbrochen. Nein, war schon in Ordnung, Erstmal ist ein riesiger Pronto, der hat auch viel Fleisch. Legen oder nicht legen, das ist die Frage. Mein riesiger Pronto wird nicht gelegt. Ach da, den Pronto. Der andere. Wenn wir schon ausgestattet für die Höhle, die wir uns heute vorgenommen haben. Genau, wir wollten uns eine Höhle vornehmen. Ich probiere das jetzt mal alles auf Passiv. So, und jetzt mit der Pronto an ihr Jerefin. Nein, der macht unsere Base kaputt. Schnell weg. Nein. Oh nein. Haft er jetzt die anderen auch an oder nur mich? Nee, nur mich. Der läuft ja hinterher. Ach. Nee, der ist auch auf Passiv. Gut. Muss der sich nicht umdrehen? Nee. Oh, nein. Oh. Jetzt hat er mich geschlagen. Schnell weg. Die werden da Reichweite haben, das ist ja Element. Oh, die Base ist ganz schön kaputt. Kaputt. War nicht gut. Naja, ich wollte erst noch meine lieben Otterlies begrüßen, die ich letztes Mal gezähmt habe. Da muss der blaue Affe gleich so einen riesen Glotz töten hier. Ja, es ist halt die Gelegenheit, an viel Fleisch zu kommen. Ja, klar. Jetzt. Wir müssen ja auch ein bisschen was grillen noch, bevor wir die Höhle machen. So, 51 Fleisch, immerhin. Na super. Und Prime Meat habe ich auch. Das können wir ja auch mal räuchern. Hier, da ist der liebe Otterli. Hallo, na, wie geht's? Kleiner Süßer, und du auch? Ihr wart letztes Mal so eine Anstrengung, euch hier zu zähmen. Also verschwindet, nein. Falls wir unterwegs noch so einen finden, können wir den ja auch noch mitnehmen, ne? Ja, den kann mir auf die Schulter nehmen. Dafür. Im Prinzip. Ich habe ein bisschen Narkotics dabei, aber das brauchen wir ja nicht mal. Da müssen wir nur einen Fisch ran. Ich wollte eventuell Kroklinde mitnehmen. Also mein Krokodil hier. Kroklinde. Da müsste ich allerdings mal schauen. Es wird ja auch irgendwann eventuell einer meiner Unterwasser-Fortbewegungsmittel. Brätst du schon das Fleisch an? Ach stimmt, die haben ja zwei Lagerfeuer. Ah! Ja, ich brate schon an. Ja gut. Subi. Mist, zwei Lagerfeuer. Da muss ich mal gucken, was ich da für den Sattel brauche. Da habe ich ja jetzt noch keinen. Mann, wie heißen die Dinos da nochmal? Capso oder irgendwie so Capsosaurus? Ich weiß es nicht mehr so richtig. Keine Ahnung. Es tut mir leid. Katapultgeschütz heißen sie, nee, da ist es doch. Brauche ich Chitin, Fasern und Leder. Chitin könnte knapp werden, Fasern und Leder dürften nur eigentlich schnell gehen, oder hab ich sogar noch? Ja, das ist kein Problem. Ich kriege mal. Mit dem Terrazino kann ich die Fasern noch und noch farmen und der hat jetzt eben auch gerade Leder gekriegt, glaube ich. Also da wir nichts zähmen wollen, lasse ich mal meine Pfeile hier, die verbrauchen nur Platz, ne? Ja, stimmt. Wir wollen ja nur die Höhle machen, ohne was groß zu zähmen. So, Feuer brennt. Ich habe jetzt auch endlich wieder Blitzpulver, dass ich wieder was, dass ich wieder Räucherfleisch machen kann. Ah, gut. Chitin habe ich auch. Leder. Fehlen nur noch Fasern. So, null. Ja, gut. Essen. Drei Fasern bringt nicht so viel. Da ist mein Höhlentierchen. Ich weiß aber nicht, ob du mit deinem Kroki da reinkommst. Das müssen wir probieren. Ach so. Ich war jetzt nur mit dem... Aber mein Kroki ist ja gar nicht so hoch. Also deiner ist viel höher. Den will der blaue Affe mitnehmen. Der ist ja viel höher. Ja, aber wie gesagt, also ich kann es nicht versprechen. Ich probiere es einfach mal. Es gibt, glaube ich, auch Höhlen, da kommen Bären rein, aber okay. Es kommen irgendwie keine Tiere rein, die kleiner sind als Bären. Wie zum Beispiel, ich glaube, so ein Gürtler zum Beispiel kommt da, glaube ich, nicht rein. Also manchmal ist das ein bisschen komisch gemacht, deswegen kann ich das nicht so richtig sagen. Wir probieren es einfach. Ja. Probieren geht über Studieren, wie man so schön sagt, und dann versuchen wir es einfach. Ja, einfach mal ausprobieren. Dann wissen es die Zuschauer auch. Ich glaube schon, dass Kroklinde da reinkommt. Ich hätte ja auch die Wolf. Sagst du zuerst richtig? Ich hätte ja auch die Auswahl noch zwischen dem Wolf zum Beispiel. Dann könnte ich noch den Seeplatz zum Beispiel, Sachita hier Level 112 mitnehmen. Ja. Oder was?
zum Beispiel würde auch eine Hyäne gehen. Nein, Hyäne kann man halt reiten, stimmt. Das wäre Blödsinn. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, gibt es keinen Hyänensattel. Oder? Keine Ahnung. Es gäbe auch sowas. Hyanodon-Sattel. Achso, kann sein. Die sind zwar total klein, gell? Und es müsste irgendwie komisch aussehen, auf den ja, zu reiten. Ja, der Säbler wäre hinten noch eine gute Möglichkeit. Weil geboostet mit dem Wolf werde ich ja jetzt eh nicht. Aber ich probiere jetzt erstmal... Huch, wo ist... Da hinten, Kroglinde. Ich probiere erstmal Kroglinde aus. Ich bin noch immer ein bisschen verschnupft, Leute. Es kann sein, dass ich halt dann ab und an mal mir die Nase putzen muss oder hochziehen muss oder was auch immer. Wie voll eklig. Wer will denn so ein Let's Play gucken? Muss dich krank schreiben lassen als Let's Player. Ja. Ja, eine Krankmeldung vom Arzt und dann sagen, hier, ich brauche eine Krankmeldung. Ja. Und dann bei Google einreichen. Krankmeldung für meine Fans. So. Am besten noch ein Video machen, wie du die Krankmeldung bekommst. Ja, let's, ja. Let's krankmelden. Let's krankmeldung. Ja, ja. Oh, das ist mal lustig. So, dann nehme ich mir noch mal einen Satz Klamotten mit, falls dort irgendwelche Spucker drin sein sollten. Nimm dir doch einen Otter noch mit, einfach so für den Style. Ja, für den Style, aber dann besteht die Gefahr, dass er getötet wird. Okay, dann halt den nicht. Aber... Ich glaube, ich nehme mir die Imper mal mit. Wie gesagt, wenn wir Otter sehen, ist vielleicht besser als die Sonne. Ich würde mir auch einen Kompi mitnehmen. Jo, einfach nur was für einen Stil, für einen Stylo. Der greift ja auch mit an, im Prinzip. Der Kompi auch, ja? Oder auf der Schulter greift er, glaube ich, noch mit an, oder nicht? Kann sein. Kannst du nicht sagen. Oder ich nehme mal wirklich einen Geier mit. Hatte ich ja bisher noch nie. Bei den Affen, die werfen ja so Mist oder irgendwie sowas. Die Geier greifen mit an. Nur Otter weiß ich auch nicht, was die so machen. Ach komm, ich lasse es erstmal. Komm, es reicht so auch. Jo, der Harry ist ja ein ganz dunkler Geier. Das wusste ich gar nicht. Das sah bei Scorched Earth immer ganz anders aus. Er hat ganz dunkle Haut. Harry, ach stimmt, da ist er. Ja, ja, mir auch gefallen. Hast recht, der ist einer der wenigen, der ist der einzige hier von denen, die dunkle Haut, das schwarze Schaf. Ganz besonderer, ja, schwarze Schaf. Ganz besonderer Geier. Habe ich sonst, glaube ich, auch noch nie gesehen. Oder ist mir nie aufgefallen zumindest. So, ich bin soweit, wenn du auch soweit bist. Ja, das Fleisch muss noch ein bisschen anbraten, oder nicht? So, ach, ach ja. Ein bisschen Fleisch brauchen wir ja doch noch. 14 Stück hab ich. Na komm, wir gehen beide mit Tieren rein, dann nehme ich den Harry mit. Yay. Dann kommt der Harry jetzt einfach mit. Da werden wir auch nicht so schnell wipen, also alle sterben. Die ist jetzt nicht so schwer, die Höhle. Wir müssen auf dem Weg aufpassen. Da könnte es sein, dass wir halt Alpha-Raptoren begegnen, Alpha-T-Rex oder so. Okay. Sollten uns vielleicht dann fetinisieren. Sollte irgendwie gehen. Hast du schon Fleisch rausgebitzt? Ja, das reicht zwar eigentlich für dich. 17. Ja, die... Komm, die zwei lasse ich jetzt noch anbraten und dann machen wir einen Abflug. Dann habe ich über 20 Fleisch. Sollte gehen. Das sollte reichen, ja. Mal gucken, wie es mit dem Krokodil klappt. Mit diesem Krokodil hier sind wir so selten bisher ausgeritten. Also mit den Dinos, die wir jetzt machen, wir sind meistens mit den Wölfen in die Höhlen, ne? Ja, stimmt. Stimmt. Nur im Einzelspieler bin, habe ich ja meine Mini-Spino-Gruppe von drei Mini-Spinos, die ich bisher in die Höhlen mitgenommen habe. Ja. Hier habe ich jetzt halt nur einen. Macht nichts. Und ich hatte, im Einzelspieler hatte ich ganz am Anfang in der ersten Höhle drei Schildkröten mit dabei. Das war eine ziemlich ruhige Runde. Ruhige Angelegenheit. Mhm. Ich hatte auch noch nie in der Höhle ein Tier auf der Schulter, muss ich sagen. Hatte ich auch noch nie dabei. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass die Schildkröten da reinpassen. Die sind doch, scheint mir immer, dass die größer sind als zum Beispiel, was passt nicht rein in die erste Höhle. Ich glaube, das Kroki passt gar nicht rein in die erste Höhle, was du hast. Ach Mist, das Kroki ist auch ein bisschen schwer mitzunehmen.
merke ich gerade. Kann nicht viel tragen, oder was? Weil es nicht springen kann. Nicht mehr? Nee. Wieso können die nicht mehr springen? Die kann springen, aber ich trage zu viel, glaube ich, oder? Nee, die können nicht mehr springen. Die sind doch früher voll gejumpt. Eigentlich ach doch so. Geht. Ach, mit Rechtsklick. Mit Rechts? Das ist ja eigentlich der Angriff von denen, glaube ich, ne? Nee, C ist zu greifen. Auf jeden Fall springen sie mit Rechtsklick. Wahrscheinlich ist das so ein Sprungangriff. Vorsicht. Bist du irgendwann auch. Ich könnte auch auf der Leertaste springen, aber es ist wohl jetzt nicht mehr so. Ist wohl nicht der Fall. Nicht, aber da muss man nicht viel springen in der Höhle. Ich glaube, man muss da gar nicht springen. Ich probiere es jetzt halt mal mit dem Grogi. Gucken, ob es klappt. Laufen wir halt mal mit zwei Echsen aus. Oh nein, guck mal, was da oben ist. Hä? Nein. Ich glaube, wir verschwinden einfach schnell am besten. Wurde. Da oben ist so ein blöder Möwe, die verfolgt uns bestimmt gleich und klaut uns unser Fleisch. Oh nein. Nee, jetzt habe ich keine Kampfmusik mehr. Im Moment fliegt sie über der Hütte rum. Wir bewegen uns jetzt ein bisschen im Wasser fort, da sind wir beide ja relativ schnell. Da bist du ja flink im Wasser. Ja, ein bisschen. Oh ja. Mit den Sprüngen kein Problem. Wie ist denn das? Verlierst du Ausdauer, wenn du im Wasser sprintest? Wenn ich sprinte, verliere ich auch Ausdauer im Wasser, oder? Nee, relativ wenig. Okay, das ist ja schon mal gut. Aber beim Angreifen verliere ich massig Ausdauer, wenn das Kroki angreift. Ja, aber das ist ja auch ein ziemlich mächtiger Angriff, ne? Die Reichweite ist ja immens. Ja, stimmt. Die du da hast. Ist auch zum Geschwindigkeitsboosten und sowas extrem geil. Ach guck mal, da hinten ist noch einer. Hm? Ich wäre ja jetzt noch mal was, wenn der hochstufig ist. 36, nee. Ach komm. Muss nicht sein. Muss nicht sein, ne? Oh, das ist ein schwarzer Biber. Ui, auf Land bin ich ja ein ziemlich Stinktier. Langsam. Ein Stinktier-Biber ist da. Wisst, jetzt habe ich den Biber auch erst getroffen. Nein, ich wollte das nicht. Ich wollte euch helfen. Schnell weg. Die verfolgen mich ja jetzt. Ja. Du bist an Land auch ganz schön schnell. Ja, die sind extrem coole Reittiere hier. Die überall. Wasser, auf Land, unter Wasser eigentlich. Vielleicht hole ich mir dann demnächst auch mal so ein. Jetzt habe ich halt nur das Kroki, weil wir so einen für mich noch halt gezähmt haben, aber mal gucken. Die Biber verfolgen dich auch jetzt. Ich weiß. Direkt hinter dir. Ich bin halt nicht besonders schnell. Dann schwimmt doch im Wasser, oder? Ich glaube, da bist du ein bisschen schneller als die Biber. Außerdem ist meine Ausdauer jetzt gleich zu Ende. Ich müsste mal kurz Ausdauer recken. Dann... Ah, die Biber kommen! Boah. Wow! Die machen ganz schön Schaden. Die rennt erst noch gewesen. Ich sehe dich auf den Fersen. Das sind doch bestimmt die Biberbrüder hier. Zwei. Ja, die verfolgen uns ganz schön lange. Ja, ich glaube, die werden wir erst mal in 10 Minuten oder so los. Erst in 10 Minuten. Ich weiß nicht, ich will sie eigentlich nicht töten. Die sind halt weg. Ich weiß nicht, ob die wiederkommen. Meine Ausdauer ist komplett voll, wir können wieder irgendwo... Zeig mir mal, wo die Höhle ist. Ja, müssen wir diesen großen Fluss entlang, den wir sonst... Ja, super, du kannst ja einfach wegspringen. Also. Immer weiter. Ich finde noch immer den Sprungangriff vom Kroki halt total geil. Ja, ist auch toll. Du kannst ja damit auch andere vom Reittier holen. Ja. Das hat's aber bei uns am Anfang auch gemacht. Ja, vom Floß. Vom Floß wurden wir runtergeholt. Genau. Naja. Also jetzt halt einfach hier weiter. Ich kann damit sogar Bäume abholzen. Oh, nicht schlecht. Also auch wenn du so viel im Wasser schwimmst, musst du dein Tier später mal nach Blutegeln absuchen. Naja, stimmt. Oder eben mal oben ab und zu auf die Lebenspunkte achten. Nicht, dass es dann irgendwie einfach stirbt, das wäre schade. Nein, das wäre wirklich schade. Das ist auch eins, was wir aus Scotch Earth mitgenommen haben. Ich kann auch was Tolles hier. Ich kann so blöd brüllen, so bläh. Naja, dann mal weiter hier. Ich bin übrigens jetzt schon sehr oft im Plus geworden.
gewesen und noch gar nicht erkrankt an diesem vergifteten Blutegel. Müssen wir mal gucken, vielleicht ist es im Server auch ausgestellt, kann ja auch sein. Ah, ja, wer weiß. Ich denke mal, das kommt halt einfach nicht so häufig vor. Ich mache aber doch 52 Schaden, ist gar nicht so schlecht. Du machst mehr, klar. Bevor wir in die Höhle gehen, muss ich mir ganz dringend noch Fischfleisch besorgen. Das brauche ich ja. Wir können ja kein normales Fleisch fressen. Ach, ich weiß gar nicht, was mit dem Krok. Doch, das Kroki ist normales Fleisch. Ja. Und nur, dass ich ein bisschen was auf Vorrat habe. So, hier sind glaube ich auch noch Fische. Oh, ich merke gerade. Doch, ich kann auch im Wasser angreifen. Okay, ich dachte schon. Ja, euer lecker Fischfleisch schmecker. Boah, so viel Zappertus mich angreifen. Ja. Oder dieses... Ja, diese Fische da, ne? So wirklich viel Schaden, aber die besten einen so bluten, glaube ich. Ja, stimmt. Irgendwie sowas. Lass mal gucken. Wunderbar. Ich brauche ja auch ein bisschen Fleisch. Mein Kroki. Na gut, es geht. 20 Stück. Einer ist doch hinten. Ja. Jetzt kann ich dir auch noch eine ganze Menge geben. Ich habe jetzt einen ordentlichen Vorrat von ungefähr 300. Okay. Ja, ich muss kurz Ausdauer recken wieder, weil ich eben so viel angegriffen habe. Yep. Ja, mein Kroki ist doch nicht so schnell. Aber mit den Wölfen wären wir wahrscheinlich schneller gewesen. Aber obwohl hier so viel Wasser. Weiß ich nicht. Also da hinten können wir ja dann auch ungehindert schwimmen. Oder kannst du hier auch schwimmen? Ja. Oha. Cool. Wenn wir durch den Sumpf durch sind, sind wir ja an diesem Fluss und da kann man können wir ja beide wunderbar schwimmen. Da ist man auch schneller unterwegs. Au! Nein, der hat mich geflippt! Nein! Ich ruckelt bei mir alles! Ich kann nichts sehen! Oh. Ja, auf sowas müssen wir halt auch gefasst sein, dass hier auch Verwandte von mir hier rummachen. Irgendwie vergiftet oder so. Jetzt nicht mehr. Aus dem Nichts gekommen. Ja. Das Ding irgendwas ist, hat total viel Schaden gemacht bei mir. Was war denn das? Das war ein Krokodil, der hat sich vom Dings gepflückt. Oh. Schusch. Mal was essen. Das Ding ist halt auch, dass wir so, wieder soweit. Dass die Krokis, so wie meiner ist hier, ne? Oder wie meine ist, dass sie sich da so gut tarnen können hier. Wir können ja, sogar, stimmt, die sieht man gar nicht im Wasser, ne? Sieht man gar nicht, die können sogar im richtig flachen Gewässer können die sogar schwimmen. Hat halt, siehst du ja hier. Da unter diesem Moos da zum Beispiel, da sehe ich dich gar nicht. Oder die ist ja kein Moos, es ist das so Wasseralgen oder sowas. Ja. Jetzt müssen wir hier rüber, also immer über die Steine. Wenn du jetzt nämlich hier weitergehst, kommst du zum roten Obelisken hinten. Okay. Da wollen wir ja nicht hin. Nee. Wir wollen... Nein! Ah, die ist ja eine Boa, ich dachte schon. Das ist nur eine Boa. Boa, kein Problem. Da ist noch einer. Stimmt. Auf sie! Ja... Ah, jetzt laufen wir, habe ich ja vorhin schon erwähnt, mal mit Echsen hier rum. Mit den richtigen Dinosauriern. Letztes Mal waren das ja sonst waren es immer Säugetiere im Prinzip. Die Archies auch. Die Archies oder die Wölfe. Sind. Ja. Oh, hier gibt's Libellen. Ein bisschen Chitin sammeln. Ah, das ist ein volles Labyrinth hier. Und ich kann die ganze Zeit schwimmen. Du musst laufen, ich kann schwimmen. Alles kaputt machen. Ich kann sogar dazwischen durchschwimmen, das ist cool. Ja, es ist echt cool. Das sind Schweinis. Oh, da kommt noch einer. Hey, der kann einen... Vorsicht, aus dem Wasser raus. Ganz dringend aus dem Wasser raus. Kann ich nicht. Der hat mich benebelt gemacht. Wieso komme ich nicht hoch? Ich kann nicht mehr reiten, jetzt geht's. Nicht ins Wasser rein. Nein! Ich kann nicht. Mein Krokodil wird gefressen. Ist auch auf... Nein, das Krokodil hat mich geschnappt. Das tötet mich. Scheiße. Nein, ich sterbe auch hier. Kann nichts machen. Kroki hat mich gleich gekillt. Wo bist du denn? Es trägt mich hier rum durchs Wasser. Ich weiß es auch nicht so genau. Doch, ich habe es geschafft. Ich habe es noch überlebt. Da bist du. Deine Rüstung komplett. Oh, ja, ich bin noch fast tot. Wo ist denn mein
Oh, da ist er noch. Sehr gut. Puh. Mit der Axt. Die Axt hat mir das Leben gerettet. Oh Gott sei Dank. Betäubt von dem anderen Viech. Oh Mann. Ja, das andere Viech, auf das war ich jetzt gar nicht gefasst. Das hat mich auch voll betäubt. Oh, das ist schon mächtig. Ich glaube, die Höhle wird ein bisschen leichter. Ich dachte, der Weg dahin war krass eben. Dass die Alphas uns Probleme machen. Anstatt hier die einfachen Viecher. Jetzt hast du auch keine Ersatzkleidung mehr dabei, ne? Das ist der große Vorteil. Ja, ich hab's repariert gerade. Okay. Ich hab ja nur die Heiz drin. Oh, das Schwein ist betäubt hier. Das ist der große Vorteil an diesem, den ich hab. Der kann im Wasser die Unterwasserkreaturen, die etwa gleich groß sind, betäuben. Ja. Und dann können die gar nichts mehr machen. Oh Mann, ja, mein Cookie konnte auch nichts machen. Ich dachte, es ist auf passiv gestellt, aber es hat den nicht angegriffen, weil er betäubt war. Mhm. Die kann man dann auch nicht mehr reiten. Auch blöd, man wird ja runtergeschmissen. Ja, stimmt. Nein, was hast du gemacht? Oder nee? Achso, ich dachte, du hättest den Großen hier angegriffen. Ja, nein, keine Panik. Nicht schon wieder hier. Das Mini-Raptor, Vorsicht. Schnapp ich. Oh, hier sind ganz viele tote Sachen, warum das? Hat irgendwas gewütet, hä? So, Mini-Raptor da unten, der läuft da. Nein, der kommt. Hilfe! Was sind denn die her? Bevor wir jetzt ins Wasser gehen, müssen wir mal erstmal gucken, ob da nicht irgendwie da so Viech lauert. Ne, hier sieht's gut aus. Ja, der Weg zur Höhle dauert halt jetzt ein bisschen. Aber ist auch spannend, muss man sagen. Ja, außerdem interessiert es mich sehr, ob hier nicht auch Otter sind. Also bisher haben wir keine gesehen, zumindest. Ist noch ein Raptor? Stimmt. Warte mal, ich muss Ausdauer recken. Kein Problem. So. Ich muss auch mal ein Level verteilen wieder. Habe ich eben auch. Oh, ich bin immer noch ziemlich stark verletzt. Die Impa kann jetzt auch ein bisschen Fischfleisch kriegen. Nein! Raptor! Nein, ich bin gleich tot! Hilfe! Hier ist gefährlich, pass auf! Ah, ich dachte, der Raptor sieht mich nicht. Der ist ja da entlang gelaufen. Ich glaube, wenn wir dort sind, müsste ich mir mal ein Lagerfeuer machen, dass ich zwischendurch, wenn ich verhungern bin, ja, unten in der Problem. Höhle mir dann oben was verholen kann. Die ist kein ja nicht Problem, denke ich. Geh mal nicht angreifen, oder? Gehen wir einfach mal jetzt ein bisschen schneller durch. Angegriffen. Ich greife nichts an, aber die Viecher greifen mich halt an, so, komm. Ich hoffe mal, jetzt ist es einigermaßen sicher im Wasser. Ja, sieht aber so aus. Nur eisig kalt ist mir. Kalt, echt? Mhm. Im Wasser? Jupp. Mir nicht. Aber du hast wieder die Winterklamotten an, ne? Ja. Ja, ist immer blöd, die bringen ja nichts mehr, wenn du im Wasser bist. Ah, ein Tapi. Also Rüstung halt. Hier, wir müssen noch bis zu dem Vulkan hinten und da ist dann auch die Höhle. Boah, ganz schön weit hier, ganz schön weit. Jetzt müssen wir eigentlich nur am Fluss entlang schwimmen. Aber ich glaube, in der Höhle war ich bisher noch gar nicht. Ja, ich glaube auch, da warst du noch nicht. In der Island gibt es zwei Höhlen, die haben wir ja auch aufgenommen, in denen wir beide schon waren. Aber hier... Bei Scorched Earth meinst du? Nee, bei Scorched Earth ja auch. Aber auch in der Staffel 1 von... Ja. Dings waren wir auch in zwei verschiedenen Höhlen und... Oh. Die war nicht mit dabei, soweit ich weiß. Willst du im Wasser weiter, oder? Ja, komm, bietet sich da an. Gehen wir im Wasser weiter. Piranhas, oder was? Ja. Sieht so aus, oder? Ich bin jetzt auch betäubt, die Mistviecher. Ne, die kann ich nicht betäuben, die sind nicht so groß, nicht so ähnlich groß wie ich. Na, jetzt ist unter Wasser ziemlich aber ich dunkel. Kann sie weghauen. Ah, jetzt ist auch Nacht, Mist. Jetzt gehen wir nachts zur Höhle. Da hinten sehe ich auch, glaube ich, ein Alpha, oder? Irgendwas Großes. Allosaurus oder so. T-Rex, glaube ich. Na, an sowas sollten wir uns vielleicht nicht ganz dran wagen. Wie viel Leben hast du denn mit deinem Cookie?
Irgendwas mit 1000. Ja, ist doch. Nee. Das ist meine Gesundheit. Ach so. Nein, das sind zwei Kratos im Wasser. Guck ja, 1050. Nein. Ach, wobei, Wasser ist ja mein Spezialgebiet. Kann ich ja betäuben. Stirbt. Gerade ruckelt's. Ruckelt's so krass. Komisch. Nochmal betäubt. Mist, ich kann nicht mehr drehen. Warum? Jetzt gut. Da ist der T-Rex. Gut, den kann ich, glaube ich, nicht betäuben. Ach, da hinten, ja. Den Fluss runter, den sieht man. Der hat eine coole Farbe wieder. So weiß. Ne? Ja. 1050, das geht eigentlich an Leben. Ja, ist doch super. Sehr gut. Wir müssen jetzt hinter dem... Wie weit sind wir jetzt vom Vulkan weg? Oh, bei mir ruckelt es gerade unglaublich. Bei mir leckt es irgendwie. Ich habe das Gefühl, es leckt. Wo ist denn jetzt der Vulkan? Jetzt sieht man leider nicht in der Ferne. Boah, ich sehe jetzt gerade gar nichts hier. Da, wo kein Sternenhimmel ist, müsste der sein. Aber wo? Dunkle Stelle, wo kein Sternenhimmel ist. Wenn wir an dem vorbei sind... Ich glaube, wir sind noch nicht vorbei, ne? Weiß jetzt gar nicht. Dann müssen wir hoch, Einfach zum Vulkanlauf. Das ist dann die Höhle. Also der Vulkan, oh Gott, der ist hier, ja, der ist noch links neben uns. Ach, guck mal da, dann müssen wir jetzt hier hoch. Gibt's leider keinen Weg hin, wir müssen uns da ein bisschen querfeld ein durchknüppeln. Das heißt, wir bleiben am besten zusammen. Ja. Vor allem, mein Krucki schleicht da einem hinterher, irgendwie. Ja, umso besser, dann verlieren wir uns auch nicht. Mein Rennen ist ein normales Laufen, sozusagen. Du bist schon ein bisschen schneller, wenn du läufst. Also wenn du rennst. Aber nur ein bisschen wahrscheinlich. Nein, wo ist denn jetzt Impa? Die habe ich gar nicht mehr dabei. Nein! Ist sie gestorben? Hä? Nein, oder? Ach so, Mist. Weil sie abgeworfen, weil ich abgeworfen worden bin, habe ich sie wahrscheinlich nicht mehr eingesammelt, oder? Oh nein! Komm, dann gucken wir jetzt nochmal nach ihr. Hast du dein Tier noch? Ja, ich habe mein Tier noch, ja. Ach, weißt du was? Nee, wir müssen jetzt nicht umgehen. Nein, Impa! Wenn die jetzt gerade... Oh, der Riesenbronto. Wenn die jetzt gerade nicht geladen ist, dann kann ja auch nichts passieren. Dann können wir immer noch auf dem Rückweg vorbeigucken. Mist, jetzt stecke ich im Bronto fest. Jetzt nicht mehr. Doch. Nein. Du bist im Bronto gefangen. Ach Mann, Impa. Ja, nicht so schlimm. Ich wollte mir ja eh eine hochstufigen holen. Falls der irgendwas zustößt. Ja, wir gucken mal. Nicht, dass er dann stirbt, aber... Ja, wir schauen dann auf den Rückweg. Wenn das Gebiet nicht geladen ist, dann kann der ja auch nichts passieren. Okay, hoffentlich passiert ja wirklich nichts.